zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Die deutsche Arbeiterbewegung hat einen historischen Sieg erkämpft. Entschlossen nehmen Arbeiter und Bauern ihr Schicksal in die Hand. Die Grundlagen ihrer Macht sind nun geschaffen. Prozesses entsteht die Deutsche Demokratische Republik. Ich schwöre, dass ich meine Kraft im Wohle des deutschen Volkes widme, die Verfassung und die Gesetze der Republik wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Wilhelm Pieck, der höchste Repräsentant des ersten deutschen Staates der Arbeiter und Bauern. Vertrauensvoll legt die sowjetische Militäradministration die Staatsgewalt in die Hände der Vertreter der Deutschen Demokratischen Republik. Diese Einladung als Ausdruck des Vertrauens der Tschechoslowakischen Republik zur friedliebenden Deutschen Demokratischen Republik. Gestützt auf die Deutsche Demokratische Republik gehen die friedliebenden Menschen Deutschlands einen neuen Weg. Dieser Weg heißt Verteidigung des Friedens bis zum Äußersten und feste, unzerreißbare Freundschaft mit der sozialistischen Sowjetunion, den volksdemokratischen Ländern und dem Weltfriedenslager. Die Sicherung und Verteidigung unserer Republik ist ein Teil dieses Kampfes um den Weltfrieden. Lasst uns daher alle notwendigen Maßnahmen treffen, damit wir jederzeit imstande sind, alle gegen unsere Republik gerichteten Provokationen zu durchkreuzen. Lasst uns dafür sorgen, dass die Jugend und alle wehrfähigen Werktätigen unserer Republik diese hohe Verpflichtung in Ehren erfüllen. Lasst uns die ganze Kraft unserer Partei dafür einsetzen, dass die bewaffneten Kräfte unserer Republik Soldaten des Friedens, der Völkerfreundschaft und der glücklichen sozialistischen Zukunft der Menschheit sein werden.